Moin Leute und willkommen zu einem neuen Smash Ultimate Tutorial hier auf meinem Kanal. Dort geht es um Sonic. Mit denen haben wir schon in Smash 4 ein Tutorial. Und da sich schon ja, einiges verändert hat, schauen wir uns doch mal an und wir legen los. Ja, ist immer noch einer meiner Mains, nicht mehr mein Hauptmain. Mein Hauptmain, mein erster Main. Aber ich bin immer noch gern. Ja, da ist er. Immer noch schnell, wenn man ihn kennt, ne? Ja, muss also sein, ne? Gut. Ja. Dann fangen wir an mit dem Jab. Der hat sich meiner Meinung nach nicht arg verändert, weil, er hat immer noch 9%. Ja, Knockback ist solide. Das kann man mit ihm groß anstellen. Ja, das zum Beispiel. Ja, ich habe Little Mac genommen, ne? Wenn wir viele K.O.s erleben. Ja, also der Jab, ich nutze ihn nicht oft. Aber ist immer noch ziemlich schnell, zum Beispiel, wenn man landet. Kannst du mich einfach so machen. Er kommt immer noch schnell raus. Auch ich der Meinung bin. Ist ein bisschen langsamer geworden, aber. Ah, ne, ist immer noch schnell. Das kann man machen, wenn man landet. Und man denkt, wir crabben der Gegner, dann machen wir einfach so. Das ist gut. Ja, das kann man machen. Landen. Ja, ein bisschen langsamer, habe ich das Gefühl, aber immer noch sehr schnell. Immer noch gut. So, kommen wir zum F-Tilt. Der ist besser geworden. Also stärker auf jeden Fall. In Smash 4 hat er gekillt, aber ich habe sehr hohen Prozenten. Und hier ist etwas gebufft worden. Jetzt killt er noch nicht. Ja, okay. Little Mac halt. Ich meine halt. Zur Seite. Er killt so ab 115-120%. Okay. Ja, 116. Ganz genau, Leute, wir nehmen es ganz genau. Denn Mac ist nicht der schwerste Char, denkt dran. Kannst du variieren, je nachdem, wie schwer die Charaktere sind. Ja, aber auf jeden Fall so um die 100, 120 killt er schon, ey. Das ist schon stärker geworden. Okay, jetzt killt es natürlich. Ja, seht ihr? Und Smash 4 hatte teilweise erst mal 140, 150, das war. Ja, war nicht so. Er war da nicht so stark. Deswegen ist er hier auf jeden Fall viel stärker geworden. 117. Mhm. Das ist doch nicht schwer, einfach nur hier. Ja. Der Gegner muss halt wirklich nah an euch stehen. Wenn ihr nur den letzten Frame quasi trefft, dann geht's nicht, wenn ihr nur so macht. Wird. Wenn ihr zum Beispiel nur diese Spitze da trifft, dann killt's nicht. Nee, nee. Muss schon, muss quasi ganz drin sein, dieser Attacke. Gut. Kommt zum Down-Tilt. Der hat sich um einiges verändert. Ja, mein 50% oder? Ja, komm schon. Ach, der Pro-Controller, ich komm schon mal oben und unten hin. Der Down-Tilt ist der hier. Zum Beispiel hat er nicht so hochgeschleudert. Nein. Das sieht man. Und man kann den verwenden, ja. Bei niedrigen Prozenten. Kombo der. Ja, in der Fair. Ganz gut. Und killen tut er nicht. Er hat halt immer mehr Knockback, aber. Ja, klar. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel guckt. Der killt nicht, nee. Könnte nachher immer eine Fair machen und die killt schon. Okay. Das können wir damit doch machen, bei Low Prozenten gucken wir mal an. Ich nutze die nicht oft, ehrlich gesagt. Aber die sind nicht schlecht, die sind nicht schlecht. Ja. Also, die sind nicht unglaublich gut. Aber ja, danach einen Dash Attack machen. Okay, das ist nicht so sinnvoll. Miss-Input for the win. Ja. Ja, das ist Down-Tilt. Wie gesagt, ja, hier eine Fair. Das geht. Am Rand. Little Mac kommt hoch. Nee. Oh, meine. Gut. Ja, gut, ja, gut. Kommen wir zum Up-Tilt. Der ist eigentlich gleich geblieben. Ist der hier. Kommt immer noch ganz normal eine Fair. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich springen. Genau, seht ihr? Immer noch ganz normal wie in Smash 4. Killen tut er, glaube ich, sogar. Aber spät. Also nicht wie der F-Tilt. Ich glaube, bei 150 oder so killt der. Der Up-Tilt. Denke ich mal. Das sehen wir mal. Na ne. Er ist nicht zum Killen da. Jetzt gucken wir bei 170. Wenn über 170 nicht killt, dann ist auch kein Kill-Move. Nee. 175. Okay. Er killt bei 175%. Das ist wunderbar, ne? Nicht? Ja, wie gesagt, eine Fair kann es gut kombon. Ich glaube bis zu 80%. Also bis zu 50% auf jeden Fall. Das war sehr gut. Er muss halt ein bisschen höher springen oder so.
Wunderbar und perfekt und Mecker. Oh Mann. Warum habe ich nur ausgewählt? Wegen den Crabs, dazu kommen wir später. Kommen wir zu den Smash-Attacken. Ja, ja. Die sind besser geworden, allgemein, Ultimate. Aber ja. Ihr wisst ja aus Smash 4, Sonic's F-Smash hat wenig Lag, gute Reichweite und ist schnell. Ihr seht ja, hier, ich kann sofort wieder weiter rennen. Ja, nicht sofort, aber schon ziemlich wenig Lag, also. Mit Smash-Angriff. Gut, der ist hier noch besser geworden. Ich finde, er hat etwas bessere Reichweite, wartet. Na, seht ihr, trifft schon. Und killt früher. Killt nämlich bei 60-65%. Bei dieser Gewichtsklasse. Heavy Rate natürlich auch später, obwohl das geht doch noch nicht. Ich habe mich doch ein bisschen überschätzt. Sonic, ich habe dich überschätzt. Es tut mir leid. Ja, bei Heavy Rate killt er bei 90%, sagt man mal so. Ja. Kann man sagen. Ja. 70-75% killt er schon, ne? Ja, ist schon einige stärker. Dabei in Smash 4 hat er bei 110 oder 100 gekillt am Rand, 90 so. Mhm. Gut, der Up Smash ist eigentlich aber noch wie gewohnt, finde ich. Ja, der ist auch stärker geworden, aber ja, man kennt ihn, wie halt ist, ne? Okay, schon 109%, Leute, 109%. Ich glaube, der killt auch schon teilweise bei 105, also. Ja, schon gut. Oh ja. Mhm. Lag hat er ein bisschen, aber nur ein bisschen. Wenn ihr seht, ja. Es geht eigentlich, ne? Es geht. Aber der F-Smash hat natürlich weniger Lag. Also das ist ein ziemlich guter Smash-Angriff auf jeden Fall. Der ist nicht schlecht geworden, nee, nee. Der ist komischerweise nicht gekillt. Gut, dann Down-Smash. Der war nämlich in Smash 4 richtig scheiße. Richtig schlecht. Den haben sie hier ein bisschen gebufft, muss man sagen. Ja, hier. Immer noch der schlechteste Smash-Angriff von Sonic, meiner Meinung nach. Aber wieder besser geworden. Und meiner Meinung nach hat er weniger Lag. Ich weiß nicht. Er hat Lag, ja. Aber er ist meiner Meinung nach trotzdem besser geworden. Auf jeden Fall. Er killt nämlich bei 510% an Ledge. Mhm. Ich glaube, jetzt Smash 4, da hat er schon 120 oder so gekillt. Er war nicht wirklich stark, ne? Aber hier ist immer noch nicht der Beste, wie gesagt. Ne? Also nicht wirklich, aber ich glaube, ich guck mal. Also auf jeden Fall schwächer als der F-Smash, das kann man schon mal sagen. Ja. Das geht noch nicht, ne? Wenn jetzt ein Charakter wie Bowser oder keine Ahnung, Inkling, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, die können natürlich sich hoch wie Cover, ne? Jetzt wurde ein, boah, ey, da kommt niemand mehr hoch gegen Sonic. Nee, ist Little Mac. Ja. Gut. Kommen wir zu Sonic's Aerials. Das interessanteste, obwohl Specials sind auch interessant. Lass uns bei 30% oder so. Gut, fangen wir mit der Fair an. Die wurde gebufft. Oh ja. Oh ja. Das ist die hier. Immer richtig, manchmal trifft sie nicht richtig. Müssen alle Frames treffen. Ja, waren Smash 4 eigentlich auch schon ganz gut. Aber ich bin der Meinung, die killt hier schneller. Oh ja. Passt auf. Mit dem Prozent weiß ich noch nicht, ob ganz, aber. Na, killt schon. 70% waren es, glaube ich, ja. 75, ey. Ich bin der Meinung, so früh hat sie damals nicht gekillt. Mhm. Mehr Schaden macht sie nicht, aber ist ja nicht schlimm. Hat immer halt noch Lag, wenn sie auf den Boden fällt und so. Aber ja. Die Bäcker ja auch nicht so, da kommen wir auch gleich. Ja, was kann man denn machen? Man kann halt mit verschiedenen Crabs damit Combo, ne? Aber das kann ich auch bei den Crabs erklären dann. Es killt ja in Ledge nicht so früh, aber das ist auch dafür nicht gedacht. Die ist nur dafür gedacht, offstage halt so zu killen. Mhm. Anders halt nicht. Ja, in Ledge killt die auch ab 130, 140. Da würde ich eher euch die Bäcker empfehlen, was so schwer ist, die jetzt auch nicht zu treffen. Die Bäcker, nee, nee. Nein, nein, ich bin nicht fixiert. Oder Zoom. Na, killt noch nicht, seht ihr. Ist aber auch nicht dafür gedacht, jetzt so ein Ledge zu killen. Ich würde sagen 135, 140. Ja, machen wir kurz. Ja, ungefähr so. Trotzdem, ziemlich gut. Ziemlich gut. Ja. Kommen wir zu Bäcker. Die Bäcker, ich kann euch gleich zeigen, wann die killt. Nämlich 90% der Ledge. Bei Heavy Raids, bei normalen Raids. Raids, bei normalen Raids, wie bei Twitch die Raids, ne? Mhm.
War die beste Area von Sonic, meiner Meinung nach, mit der Abwehr. Hat immer noch gleich viel Leck, immer noch gute Reichweite, immer noch sehr stark. Ist meiner Meinung nach jetzt nicht besser und nicht schlechter geworden. Immer noch gleich, immer noch ziemlich gut. Ja. Und die killt auch immer noch ziemlich früh. Noch früher. Mal so. Und nur Bäcker verbitten dann. Der ist halt nicht richtig getroffen. Der Little Mac stirbt immer, das ist immer so. Das kann man nicht verhindern. Hab ich auch den genommen, ja. Ja. Da killt er schon. Mhm. Ja, also wie gesagt immer, Backflow-Back eher. Das machen wir nachher noch ein bisschen. Gucken wir uns an, aber das killt auch schon. Na, nicht ganz, nicht ganz. Ja, killt die Backer, die Backer schon früher. Mhm. Die könnte auch, es ging früher. Der Side B. Obwohl, das zeige ich ja später, die Side B. Die kommt später dann. Die Side B. Kommen wir zunächst zur Abwehr. Das ist nämlich die hier. Die wurde schlechter gemacht. Ja. Wurde etwas schlechter gemacht. Und zwar killt sie nicht mehr so früh. Und ihre Hitbox ist komisch, total komisch. Wenn ihr seht, ne? Wenn jetzt ein Gegner an die Seite, zur Seite reinfällt oder so, ja? Das kriegt ihr nicht. Kriegt ihr nicht. Ne? Geht nicht. Jetzt haben die schlechter gemacht. Weil zum Beispiel kommt man halt jeden da reinholen quasi. Mit der Abwehr, weil sie halt eine Hitbox hatte. Ich war, hatte viele genervt, ne? Aber ja, zum Beispiel sowas geht jetzt auch nicht mehr so gut. Wenn jetzt das macht. Ne, geht nicht mehr. Es geht kaum noch. Leider. Ein gutes Mix-up, aber nie. Ja. Sie ist immer noch gut, aber wie gesagt, etwas schlechter. Um da Gegner überhaupt zu treffen. Ist nicht so. Ist ja leicht. Aber geht immer noch bei 90%. So. Ja, würde ich sagen. Mal Schaden einfrieren. Wollen wir den überhaupt hochkriegen? Wir kriegen dich hoch. Doch nicht. Ja, es redet von 90%, ist halt ganz oben, ne? Und da gilt es natürlich bei 90%, da gilt es auch schon bei 60, 70, wenn man das ganz da oben macht. Ja, einfrieren, ja. Aber jetzt, wenn man ganz oben macht, so schon sagen 95, das ist auf jeden Fall noch. So schlecht ist er nicht, nein. Die Hitbox ist halt grauenhaft. Ich hab's gerade nicht, weil, wie gesagt, es ist halt schwer, das zu treffen, ne? Es geht natürlich mit dieser eine Side-B-Kombo, die werde ich auch später zeigen, was ich... Ich werde dann zeigen, was ich damit meine. Eine bekannte Side B-Kombo, ja. Eine gute, die jetzt wegen vielen Sachen nicht mehr geht. Wegen zwei Sachen eigentlich nur, aber... Wegen vielen Sachen. Okay, bei 100. Hm. 101. Killt doch noch nicht, ne. Ja, man merkt schon, ne? Die wurde schon gepatcht, auf jeden Fall. Ja, die killt immer noch. Aber es ist halt nicht mehr so einfach und, ja... Was ihr immer noch machen könnt, ist halt hier ein Ledge. So. Wenn der Gegner da steht, dann könnt ihr den auch noch holen. Aber die Hitbox ist, wie gesagt, dann etwas. Etwas schlecht, etwas kleiner. Mhm. Muss man mit klarkommen und ich merke schon tot eigentlich jetzt. Wenn ich F-Floor mache, ne? Warte mal, ich muss kurz was testen. Wenn ich F-Floor mache, ne? Ist Little Mac schon tot, oder? Ja, schon tot. Ja, gut. Ja, kommen wir mal zur Nähe. Ist die hier? Hat sich eigentlich auch nicht stark verändert, finde ich. Ist kein richtiger Kill-Move. Killt etwas später, ja. Aber man kann es einfach noch ein bisschen mit Kombos verbinden. Zum Beispiel, was ich herausgefunden habe, es geht nur bei Low-Prozenten. Könnt ihr ein paar Prozente machen. So. Und dann bam. Also fair. F-Tilt. Natürlich ist besser, wenn sich alle Frames treffen, aber. Ja. Wie gesagt, nur bei Low-Prozent geht es. Nicht die beste Kombo, aber seht ihr, und dann vielleicht noch so. An Ledge. Das ist ganz gut. Wenn ihr landen wollt, geht hier der Gegner. Ach, so, ja. Ist ja beides ziemlich schnell. Die kommt schnell raus, und die kommt schnell raus, und die kommt schnell raus. Das wollte ich jetzt nicht. Die kommt schnell raus, und die kommt schnell raus, und dann trifft mich Little Mac. Genau. So wollte ich sagen. Also Little Mac off zu töten ist echt nicht schwer mit Sonic. Das ist echt, muss man echt mal sagen, ne? Vielleicht, vielleicht auch so. So schon, ne? Das wär's. Ja, so. Gut. Ja, die Nähe killt bei... Das kann man mal gucken. Dann geht das Video schon. 14 Minuten, okay.
Ja, könnte sein. City killt immer noch nicht, also. Die wurde auf jeden Fall schlechter gemacht. Die killt nicht mehr so früh. Zum Beispiel hat die bei 130, 120 gekillt. Hier killt die nicht mehr. Das ist anders schon der. Das muss man sagen. Ach, die Dash Attack habe ich wieder vergessen, ne? Läuft bei mir. Ja. Die Dash Attack haben sie auch gebufft. Die ist ganz anders. Aber besser. Viel besser. Das ist die hier. Mhm. Ihr wisst ja, in Sonic 4, genau. In Smash 4 war es diese Rolle halt. Quasi der Spin Dash nur ein bisschen schlechter. Mhm. Hier ist der Tritt, der sehr schnell ist. Killt. Aber ist auch kein Killmo, finde ich. Kombo tut auch noch. Ungefähr. Manchmal. Kommt drauf, wie man trifft. Und ja. Auf jeden Fall besser. Da können die meisten Gegner nicht drauf reagieren. Das ist einfach so. Das mache ich eigentlich wohl doch der Dash-Attack zeigen. Ja, killen. Das ist, wie gesagt, kein Killmove. CD killt immer noch nicht. Nee, zum Killen würde ich das nicht benutzen. Macht euch da keine Hoffnung, dass es killt. Soll aber auch nicht killen. Nee, nee. Es killt dabei bestimmt Prozenten in der Fair. Weiß gar nicht in welche. Ich mach das irgendwie nie. Ja. Ich glaube sogar bei Low-Prozenten nur. So. So. Und so, genau. Ja, ja. So geht's. Bei Little Mac geht es irgendwie nicht. Ach man. Na egal. Ja, die Dash-Tags sind wieder gut. Und eine gute Range. Die Range ist natürlich schlechter. War natürlich vor der Dash-Tag in Sonic. Sonic 4. Sonic 4 Episode 3, genau. Zwar 4 besser, aber ja, war nicht so gut. Gut, habe ich dir auch mal gezeigt. Kommen wir zu den Specials. Erstmal zu Neutral Beam. Das ist die Homing Attack. Und ihr seht schon, sie lädt sehr lange auf. Schaden einfrieren aus. Ja, die ist stärker geworden, weil ihr seht, ah, ewig lang auf, ist die schlecht. Nee, nee, nee. Naja, ja. Ja, nee, nee, nee. Ihr wisst ja zum Beispiel, wenn man halt öfters gedrückt hat, wird die schneller. Jetzt passt mal auf, wie schnell die ist, wenn ich Doppel B drücke. Ja, reagiert mal da drauf, ne? Viel Spaß. Die wurde viel besser, da kann man richtig gute Kombos machen. Mhm. Kann man teilweise auch Offstage machen, kann ich euch zeigen. Was aber sehr risky ist, deswegen würde ich das nicht machen, weil sonst passiert das, ne? Die trifft halt nicht immer. Das ist halt das. Offstage ist es sehr risky, würde ich euch nicht empfehlen. Aber es geht, seht ihr? Bei hohen Prozenten könnt ihr vielleicht jetzt die Gegner killen dann noch. Wenn ihr ein bisschen länger auflädt oder. Halt ja, das nicht mehr hochkommen. Aber seht ihr, so. Vielleicht kann es gehen. Dass man stirbt. Ja, man kann mit Side B halt Kompass machen. Das mache ich, zeige ich auch gleich. Dash Deck machen. Und dann Ding. Geht das? Das geht doch auch. Jetzt kann ich alles mit der Homing Attack machen. Dash Deck. Und ja. Nein, geht doch nicht. Ah, ne, das ist zu langsam. Also dieser Endlag von der Dash Attack, die ist nicht so arg. Nicht so arg lagfrei, ne, ne. Oh ja. Aber hinterher viel besser geworden. Die Kombos damit zeige ich, wie gesagt, noch. Ja. Man kann halt, wenn Gegner zum Beispiel dumm ist und der will gerade in Ledge kommen, ja, einfach Homing Attack aufladen. Ja, die killt. Eine voll aufgeladene killt. Oh, 100, würde ich sagen, in Ledge. Wenn die schnell macht, killt die gar nicht, aber soll noch nicht killen, soll ein bisschen Schaden machen. Kombon. So wird die jetzt schon killen. Aber nicht so oft machen, Leute, nicht so oft machen. Nicht sagen so, oh, die killt war früh, ich mache jetzt nur noch die Dash Attack voll aufladen. Die Homing Attack. Nee, 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 also darf ich doch lieber empfehlen, dass sie die große macht. Da kann Gegner nicht drauf reagieren. Ja, kommen wir zur Side B. Ja, großer Patch von Sonic. Wichtigste Attack mit Sonic immer noch. Ja, das ist die hier. Und sieht aus dem ersten Blick gleich aus, aber sie ist ganz anders. Erstens. Der Spin hält an, wenn der Gegner shieldet. Dann stoppt einfach Sonic vom Shield und man kann ihn punishen. Außer man lädt sie voll auf, weil dann ist er auch anders, seht ihr. So, dann geht's ja durch. Ja, klar, der Gegner shieldet jetzt nicht. Das ist ein Trainingsgegner. Ja. Und noch eine Sache. Machen wir ein bisschen niedriger. Diese Combo. Side B, Up Air. Klappt nicht mehr. Nicht mehr so gut.
Jetzt hat es geklappt, aber ja. Das merkt man vielleicht nicht, aber es klappt nicht mehr so früh. Es klappt immer erst später, seht ihr? Erst später kommt die Abwehr raus. Das ist halt echt ein Problem. Da rutschen Gegner teilweise raus, nur bei hohen Prozenten, da geht es dann noch. Die Combo killt halt nicht, ne? Wenn man jetzt guckt, bei niedrigen Prozenten 18, da könnt ihr es vergessen. Das war jetzt dumm, weil es noch Invincibility war. Ja. Okay, das war gerade weggestellt, warum auch immer. Das seht ihr, könnt ihr nichts machen. Durchschnitt auf 50%, da geht es. Aber das Dreier-Kombo könnt ihr nicht mehr machen. Geht nicht mehr. Höhe, Dreier gesagt. Ja. Also schon ein großer Patch. Das kann man noch machen. Man kann natürlich machen, seit die Homing Attack. Gerade nicht getroffen. Homing Attack ist halt ein bisschen unsafe manchmal, das muss man sagen. Also das geht hier. Homing Attack. Trifft ziemlich true. Na, kommt drauf an, wie weit weg ihr halt vom Gegner dann seid, wenn in die Luft springt. Was dann noch geht, auch mit Homing Attack. Was ich immer mache, ist. Wartet. So, näher, dann Homing Attack. Das trifft sogar ziemlich gut. Das sieht komisch aus, aber es ist gut, ist gut. Das war jetzt offstage, das war ein bisschen dumm. Aber ist nicht schlecht, ey. Können die Gegner dann noch ein bisschen mehr Schaden machen? Ja. Ist gar nicht so schlecht. Habt ihr 21% Schaden gemacht? Und trifft ziemlich gut. Gut, halt ab. Na, Abwehr geht ja nicht, ne? Stimmt. Ja, aber da gibt es noch ganz verschiedene Kombos, was wir machen können. Mit Back Air vielleicht, wenn ihr die kriegt. Und ja, Abwehr, dann vielleicht. Das kann ich noch kurz zeigen, wie das geht. Halt nur bei hohen Prozenten. So. So. Das geht auch. Killt nicht, aber ja. Gut. Ich kann immer noch mit ihr arbeiten. Ach ja, Spinshot, Leute. Wenn wir schon gerade bei der Side Beast sind. Ja, Spinshot ist der hier. Nicht der hier. Der hier. Geht immer noch wunderbar. Bisschen schwerer zu machen. Geht immer noch. Ja. Aber wie gesagt, könnt ihr nicht mehr das machen. Spinshot. Es geht nur bei hohen Prozenten. Bei niedrigen Prozenten kriegt die Gegner da nicht rein. Nee. Geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. So glaube ich auch noch nicht, oder? Das war jetzt nicht weit unten genug. Nicht weit unten genug. Deutsch. Geiles Deutsch, ne? Aber ja. Es geht schon mal nicht mehr. Jetzt gerade aus Dummheit, aber. Ah, es geht doch noch, aber. Nicht mehr so ganz gut. Nur wenn halt der zweite Frame trifft, dann geht's. Aber was denn? Ja, ihr könnt Spinshot machen. Über den Gegner vielleicht drüber, wenn ihr ihn verarschen wollt oder so. Oder immer noch campen wollt. Mit Sonic kann man nicht gut campen jetzt in dem Spiel. Ihr könnt einfach drüber springen, aber. Ich kann euch nicht catchen. Das geht nicht. Das ist kaum möglich. Ist halt viel zu schnell. Seht ihr? Ist einfach zu schnell für die. Ja. Ja, ihr könnt Ding machen oder ein Back Air. Das geht noch. Und fliegt dann runter. Mhm. Das ist zu weit. Das ist zu weit weg. Ja, ihr könnt Abwehr, wie gesagt, machen. Ihr könnt auch näher machen. Hier. Wie gesagt, das schafft man hier nicht immer. Das ist echt ein bisschen komisch. Hi. Läuft bei mir. Ja, hier so. Am Rand. Ja, kann der Gegner nicht immer darauf reagieren. Spinshot ist halt ziemlich schnell. Oder wie gesagt, weil ich nicht hingekriegt habe gerade. Dann Back Air. Ja. Das geht immer noch alles. Das ist wunderbar. War halt nicht mehr Champion und alles. Ja. Wie man sich damit besser recovert, zeige ich dann noch. Gut. Oh, ich habe ich habe was vergessen. Die Down Air habe ich vergessen. Das fällt mir gerade auf. Das ist die Down Air. Waren Smash 4 ziemlich schlecht. Weil sie halt Lag hat und kaum Knockback. Ja, es hat immer noch ein bisschen Lag, aber es sieht sich an. Vergleicht das mal mit Smash 4. Sie hat schon weniger Lag. Muss man zugeben, ne? Schon weniger Lag. Viel weniger. Aber immer noch nicht sehr gut. Ich habe trotzdem hier ein bisschen, dass ihr ein bisschen warten müsst. Könnt ihr auch gepunished werden. Das ist einfach so. Aber weniger Lag auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist nicht schlecht, ist eher von Sonic. Was ihr immer noch machen könnt, ist hier Spinshot, Sprung, ja, und Abi und dann so. Halt weit oben, damit ihr halt kein Lag habt dann. So, so. Ich glaube, ihr habt sogar ein bisschen Lag jetzt, auch wenn ihr so hoch ganz weit oben landet, oder? Ein bisschen, ja, seht ihr. Das haben sie auch ein bisschen schlechter gemacht.
aber auch ein bisschen Lag dann. Okay. Also man kommt da nicht mehr ganz leckfrei durch, wenn man es ganz oben macht. Auch wenn quasi der Move schon vorbei ist, aber trotzdem. Ja. So ist das. Und killen tut es auch nicht. 200% vielleicht. Nee, also. Immer noch wenig Knockback und so. Ist immer noch nicht gut, aber immer ein bisschen besser geworden. Immerhin. Man kann auch spiken, ist aber sehr, 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 sehr schwer ist. Krieg ich nie hin eigentlich. Muss direkt immer Gegner sein, dann. Ja, steuert meistens weg. Ist ja direkt unter dem Gegner sein. Über den Gegner, meine ich. Das geht aber nie. Würde ich nicht empfehlen. Ihr könnt halt dann wieder ganz einfach hochkommen, einfach Doppelsprung behalten, so, so. Manche Gegner damit rollen online. Die dann erwarten so, hey, das stimmt ja. Aber eigentlich seid ihr doch am Leben. Ja. Ja, die Down B. Kommen wir jetzt durch mal. Also die hier, die kennt man auch. Ist quasi Side B, nur ein bisschen stärker. Ja, stärker nicht, es hält halt quasi den Gegner im Spin drin. Es hat mehrere Hits und Side B hat auch mehrere, aber obwohl, hat eigentlich nicht mehrere, ne. Die schleudert halt hoch, damit kann man halt komboen, ja. Aber jetzt hier, seht ihr, es hält den Gegner fest. Es ist nicht zum Killen da. Ja, ist auf jeden Fall auch besser geworden. Ja. Finde ich ein bisschen stärker jetzt. Ja. Geht eigentlich. Was ihr auch noch machen könnt, hier. So hoch. Und dann. Backer. Backer, genau. Down B und Backer ist genau das gleiche. Ja, dann. Down B. Es geht immer noch ziemlich gut. Müsst halt aufpassen, ne? Weil wenn ihr dann zu nah rankommt, dann passiert nicht sowas. Schon dann. Es passiert halt sowas, dann. Dass ihr halt euch recovern könnt, dann Spaß. Dann passiert halt sowas, ne? Ich kann es nicht falsch machen, Leute. Ich kann es einfach nicht falsch machen. Es geht nicht, Leute. Ich muss es richtig machen. Das sieht sowas, ne? Ja. Gut. Was ihr machen könnt. Was ihr machen könnt. Was manchmal geht. So. Und dann fair. Es geht bei manchen Prozenten und killt auch schon. Ich glaube, es sind sogar schon zu hoch, die Prozente. Damit das geht. Wenn ich zeigen, wenn ihr voll aufladet, dann fair. Das geht schon fast, das geht schon fast, das könnt ihr machen. Oder ihr könnt auch noch so machen, dann springen, Abwehr halt. Das geht auch noch. Aber nur bei niedrigen Prozenten. Wieder besser geworden, aber nicht. Aber es sieht wie Side B ist immer noch besser, finde ich. Ja, sollten wir immer noch mehr einsetzen, auf jeden Fall. Gut, kommen wir zur Up B. So, jetzt aber. Ist genau gleich geblieben, man kommt ein kleines Stück, ja, man kommt nicht mehr ganz so hoch, jetzt zum Beispiel habe ich das Gefühl, aber immer noch ziemlich gut. Ich kann immer noch, das Kombos rauskommen, bam, weg. Ihr könnt mit der Sprung wieder treffen. Aber könnt ihr auch Gegner halt, ledgeguarden. Oder halt, ja, von da, dass sie nicht mehr hochkommen, ja, seht ihr? Das ist ziemlich gut. Und jetzt zeige ich euch, wie man sich recovert mit dem Spinshot. So, so. Das geht immer noch. Seid ganz unten. Oh nein, was mache ich jetzt? So, so nicht. Okay, ich glaube, das ging zum Beispiel sogar dann schon. Noch, aber hier nicht. Aber trotzdem, seht ihr? Ihr müsst halt einen Doppelsprung behalten und ihr müsst es halt safe hinkriegen. Wenn ihr es nicht safe hinkriegt, dann habt ihr ein Problem. Aber man kann es immer noch sehr gut recovern damit. Ja. Ihr könnt quasi schon, dass dieses Fenster da oben halt, wenn ihr außerhalb vom Feld seid. Da könnt ihr auch wieder hochkommen, ne? Das ist echt genial. Das geht immer noch. Wunderbar, wunderbar. Auf jeden Fall. Gut. Mehr kann man dazu auch nicht sagen, ne? Ne, eigentlich nicht. In der Zone machen wir jetzt. Mit dem Upflow, das sagt, dazu kommen wir gleich zu den Krabs. Zu den Mr. Krabs. Ja. Dann machen wir den Krabs weiter, Mr. Krabs. Gut. Die wurden alle gepatcht, leider. Alle schlechter. Meiner Meinung nach. Obwohl sie andere Nutzen haben. Fangen wir mit dem Upflow an. Ihr wisst ja, in Tsushi gab es die Kombo. Upflow, Backer. Macht gut Schaden. Bei Low Prozenten seht ihr. Wunderbar. Aber es geht auch anders. 0%, dass man den Schaden sieht. Kann so machen. Dann Abwehr.
Aber ja. Er macht 30%, das ist auch schon ein bisschen mehr. Das kann man so gleich, kann man vergleichen. Was er macht. Es trifft halt auch einfacher, also das ist etwas tricky hier, manchmal zu treffen. Naja, schon mehr Schaden. 9% mehr. Krass, ne? Ja. Wenn ihr halt beide Frames trifft, beide mal halt mit ab, ja. Noch stärker natürlich. So, ja, ja. Ich würde euch eher empfehlen, halt die Abwehr zu machen. Das ist schon besser. Und auch safer. Ja. Gut. Forward Floor jetzt. Warum habe ich Little Mac genommen? Ich zeig's euch. Tot. Ja, es geht bei Leuten mit schlechter Recovery. Mit sehr schlechter Recovery. 0%. So. Forward Floor. Fair. Da macht nämlich der Gegner den zweiten Jump. Und direkt danach müsst ihr kommen, euch fallen lassen und dann fair machen. Das ist total unfair. Seht ihr? Ja, tot. Tot. Das geht bei 0%. Bei höheren Prozenten hat er früher in Smash Vita gekillt, ab 160. Jetzt kann ich euch zeigen, das killt leider nicht mehr. Achso, jetzt war Peach oder so. Das killt jetzt leider nicht mehr. Seht ihr? Es killt fast, aber wurde schlechter. Killmove ist es nicht mehr, ne? Ich würde sagen 170 kannst noch killen. Bei normalen schweren Chars, ne? Der Heavyweight auf 200 vielleicht. Das hätte killt schon fast. Aber trotzdem. Das ist für mich jetzt kein Killmove mehr, ehrlich gesagt. Aber jetzt soll es killen. Immer noch nicht, seht ihr. Immer noch nicht. 180. Brauche ich aber was, killt mehr. Das killt, ja, 180%. Bei mittelschweren Chars. Gut. Ja, man kann auch bei 100% oder so. Kann man nur so machen. Und halt eine Fair. Ja, und die Fair killt schon. Haben wir ja vorher gesehen. Gut, kommen wir zum Downfloor. Der ist. Naja. Ist aber eigentlich immer noch so, dass er so komischen Winkel hat. Und ihr wisst ja, es gab halt eine Combo in Smash 4. Downfloor. Back Air. Das geht leider nicht mehr so einfach, habe ich das Gefühl. Oder ich bin einfach nur dumm. Aber. Geht nicht mehr so gut, ne. Dafür ist es halt Forward Floor. Und. Fair da. Killt halt wirklich nur bei Low-Prozenten, so. Das, was ich euch gezeigt habe. Bei höheren Prozenten musst du halt dann noch Double-Chop machen. Ne, geht auch nicht. Den fallen lassen wahrscheinlich. Kann mal kurz gucken, ob das dann geht. Bei Little Mac halt, ne? Mach ich euch doppelt schon, bin ich dumm. Bin ich dumm. Ja, 50% sollte es noch gehen. Wartet. Mal kurz. Na, ne. Das klappt wirklich nur bei niedrigen Prozenten dann. Und du machst halt wirklich sehr schnell. So, gegen dann. Nicht mehr oben. Nicht so schnell. Zivil Covered oder so. So, die Back Air. Backfloor. Wurde auch etwas schwächer. Ihr wisst, das war ein Killfloor von Sonic. Nein, nein, nein. Ja, ist schon. Nein, 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 er stand. hat so bei 130, 120, 130 Prozent gekillt. Und drauf, wie schwer halt. 110 bis 130. Ja. Little Mac killt jetzt schon. Heavyweights, aber später bei 140, 150. Es geht schon ein bisschen später. Noch später. Leider, leider. Ist immer noch nicht schlecht, immer noch ganz in Ordnung zum Killen. Ah, ich sag mal 125%. Früher nicht. Kurz gucken. Na, ja, killt immer noch nicht. Ja, 130. Ah, ist schlechter geworden, ja. Wenn er halt nicht killt, sag mal jetzt bei 88. Dann könnt ihr immer noch machen. Wenn eine Becke reindrücken, das geht. Ging jetzt irgendwie nicht. Ich habe noch die Sprungfeder getroffen, hab ich gesehen. Hat sogar bessere Chancen gehabt, theoretisch wieder hochzukommen. Aber irgendwie auch nicht, ne? Ja. Einmal Becke machen, geht immer noch. Sollte richtig treffen. Darauf achten, die Gegner halt seinen Doppelsprung einsetzt. Gut. Ja. Immer noch ganz gut, ne? Sonic ist. Macht mir immer noch Spaß, aber ich muss mal jetzt offensiv spielen. Mit Homing Attack und
Zappi kann man immer noch viel benutzen, klar, muss man. Aber man kann jetzt nicht mehr hier so unten drüber gehen, an einer Seite hier rumcampen. Es geht auch kein Spin Cancel mehr, also Spin Cancel halt, dass man Side B macht und dann halt das Cancel beim Schild. Das geht nicht mehr. Das war die campigste Taktik von ihm, das geht nicht mehr leider. Das haben sie rausgemacht, deswegen, ja. Kann mit ihm einfach nichts mehr anfangen. Zum Camp nichts mehr anfangen. Ich mag ihn noch. Ich bin noch gern mit ihm. Aber manche vielleicht nicht mehr, die mit dem vorher halt Camping gespielt haben. Ich ja auch. Habe ich umgewöhnt. Und dann geht das eigentlich ganz klar, finde ich. Das geht. Und doch. Ich finde, es ist nicht so arg schlimm. So, habe ich irgendwas vergessen? Jetzt gucken. Ah, du musst austesten. Ich auch weiß. Ah, der. Ach ja, Adia, genau. Adia, was heißt das? Ja, dass ich nicht vergesse, irgendeinen Move zu zeigen. Ich habe alles. Sehr schön. Dann machen wir jetzt, glaube ich, Kämpfe. Unsere Tradition ist wieder da, ja. Muss halt sein, ne? Wir verlassen das Training. Gucken mal, wen wir finden. Vielleicht haben wir wieder so viel Glück wie beim Simon-Tutorial, ey. Vielleicht, wer weiß. Und ja, mal schauen. Ob wir wieder uns alte Traditionen treu bleiben. Ups, mein Monitor gerade voll berührt. Ja. Gut. Ich hab so viele Kabel, die liegen halt im Weg bei mir, das ist halt das Problem. So wenig Platz, wenn ich noch die Elgato hier liegen habe. Gut. Ich finde mal auch einen. Ist ja ein bisschen blöd, wenn man keinen finden, ne? Wir haben schon einen. Wunderbar. Ich bin mal gespannt, was er so kann. Meistens sind die schlechte Gegner, aber mal gucken. Meistens so, manchmal so. Meistens so. Aber was ist mehr meistens? Wie spielt er denn? Pichu, oh nein. Die nicht auch mal? Ich wusste nämlich, das soll ich noch mal neu aufnehmen, weil Aufnahme gelöscht wurde das, ne? Hatte ich doch auch ein Pichu, oder? Sag mal, ist doch der gleiche, er weiß es doch, dass ich das bin. Er wusste genau, oh, der nimmt jetzt sein Sonic Tutorial noch mal auf. Dann versuche ich noch mal mit Pichu den Hintern. Ich habe auch gegen ihn verloren, deswegen. Ja. Deswegen, ja. Ja, Pichu ist nervig. Sehr nervig. Pichu! Ich finde, die Pichu sind so nervig, ne? Pichu. Wenn getroffen wird, meine ich. Ah, der ist nicht so arg nervig, der Pichu hier, es geht. Ich weiß nicht, für wen das Matchup ist, ich glaube. Ich weiß nicht ganz. Ich glaube, es ist... Oh, ich weiß nicht. 50-50. Ich glaube, sogar fast schon für Sonic, ne? Pichu. Oh, Mann, ey. Das Geräusch, wenn er getroffen wird, ich hasse es. Pichu. Oh, Mann. Und das killt ja. Pichu, ne? So ist er. Ja, Backflow würde jetzt schon killen, also. Willst du mal, oder? Wäre eigentlich voll nett von dir. Aber will er nicht, ne? Okay, der Pichu ist doch ein bisschen nervig. Muss ich halt doch mit. Alter. Mhm. Also, auf jeden Fall besser als ein Melee ist Pichu, das seht ihr ja, ne? Alter. Was soll ich machen, ey? Und es laggt. Ja, und, ja, noch bessere Voraussetzungen, ne? Mir zu gewinnen. Ja, ich kann ihn nicht mal grabben, ne? Was ist denn das für ein Drecksschei? Ohne Witz. So, tot. Keine Animation mehr, habt ihr gesehen. Der Peach ist der leichteste Charme im Spiel, ist, ey. Peach? Peach? Peach, Peach? Wenn er stirbt, ey. Peach, Peach. Peach. Oh, ich hasse dich. Gott, ey. Da hab ich mir doch lieber. Nein! Oh, hätte gekillt. Und tot. Da hat er sich schlecht recovered. Oh je. Okay, ihr habt doch ein Game schon mal gut gemacht. Kinderspiel. Ja, gerade noch so, ne? Guter Peach, ey. Und ich bin 3000, das heißt, ich bin Elite, oder was? Jetzt gerade. Hoffe ich mal nicht. Mal gucken. Suni Red. Ja, moin.
Schöner Name. Der fragt sich jetzt über das Hobby. Muss mein muss Horror-LP hinschreiben, dann sucht er das. Schleichwerbung. Bei Smash, ne? So. Ich mag die Musik eigentlich gar nicht, aber irgendwie ist er ganz chillig. Ja. Gut, danach ist das Tutorial auch schon vorbei. Hoffentlich konnte ich euch helfen, ne? Das sind ja nur Tutorial-Kämpfe. Und ja. So lange wurde das ja doch gar nicht, dann. Pichu, nochmal. Jetzt wird das, Leute, jetzt kommt die Rache. Achtung. Die Rache des Pichus. Jetzt. Leute, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Seht ihr? Aber ich kann den nicht treffen mit der Homing Attack. Das ist so dumm. Weil es so klein ist, ne? Ich treffe den einfach nicht. Ich muss gerade meinen Bart kratzen. Das ist unfair. Deswegen konnte ich jetzt keinen Input machen. Neustart. Hat den Treffer ungerecht mir zugefügt. Das hat schon gekillt bei Pichu. Pichu ist halt so wahnsinnig gleich, das ist halt ein Nachteil von ihm, wenn man ihn spielt. Aber ja. Sonic ist auch nicht gerade schwer, ne? Aber ich glaube mittel. Ja, so mittelschwer. Wir müssen einfach nur angreifen lassen, ganz oft. Wenn er nicht trifft, dann kriegt er Schaden. Auch wenn er trifft, kriegt er Schaden. Ne? Also. Siehst du, seht ihr ja. Kriegt er selbst Schaden. Lol, Alter, da hat er mich denn gerade weggeboxt, ohne Witz. Will er mich von der Ledge vertreiben? Ich will's aber nicht, nee, also nicht unbedingt. Komisch, dass der kein F-Tilt macht, ne? Der war doch so stark von ihm, ne? Ja, eigentlich schon. Oh, schnell, das ist auf einmal so hoch bei ihm. Hä? Okay. Okay, tschö. Alter. So leicht, Pichu, weißt du das, ey? Alter, killt einfach schon. Oh. Das hab ich doppelt getroffen. Das wollte ich nicht, wegen dem Lag, war es keine Dash Attack schon, dann ein F-Smash, aber hart getroffen. Lags können echt manchmal echt. Lags können manchmal echt. Geil. Echt stören, ne? Also, seht euch, wie schnell Pichu auch das Funk gestellt wird. Das ist echt unglaublich, ne? Killt. Na, noch nicht ganz. Okay. Na, fast. Und? Ich will mit der Backer killen, ey. Nee, du killst mir jetzt noch nicht, ey. Kann ich vergessen. Das hätte vielleicht sogar schon gekillt. Das muss man mal zugeben. Das hätte vielleicht sogar gekillt, oh Mann, ey. Was Pichu ist, man. Oh Mann, ey. Pichu. Mit Albträume haben. Nein, Pichu, der mich fast besiegt hat zwei Spiele lang. Oh Mann, der killt mich jetzt schon, ne? Also, das ist Pichu. Würde mich jetzt schon killen. Und. Ach, schade. Oh je. Ach komm, ey. So will ich jetzt aber nicht die Siege haben. Siege! Na gut. Zweimal der gleiche Move am Ende. Pichu klatscht, ne? Gut. Es waren zwei erfolgreiche Matches wieder mit Sonic. Ich hoffe, dass ihr euch weiterhelfen konnte. Wenn ihr noch wenn ich irgendwas vergessen habt, dann. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben oder wenn ihr Fragen habt. Oder wenn ihr mal sagen wollt, einfach Freundescode in den Chat, genau. Bisschen auf YouTube. In die Kommentare. Gut. Dann war's das. Wie lange ist denn das Video? 43 Minuten. Ah, das ist ja noch ganz in Ordnung. 44. Leute, dann sehen wir uns auf Twitch oder irgendwo mal wieder. Ich sage nur. Ciao.